13 Minuten nach 9, Sie hören Guten Morgen Vorarlberg am Pfingstmontag. Kinder, die sterben müssen, das ist immer noch ein schwieriges Thema in unserer Gesellschaft. Um aber genau auf dieses Thema aufmerksam zu machen und gleichzeitig Spenden für die Kinderhospize zu sammeln, da hat der Manager Harry Ohlig aus Radolfzell am Bodensee seinen gut bezahlten Job hingeschmissen. Er hat gekündigt, der 52-Jährige hat Business-Klamotten gegen Turnschuhe und T-Shirt getauscht und ist am 10. Februar losgejoggt. Ja, und seitdem läuft er und läuft er und läuft er zugunsten der Kinderhospize in Deutschland und zugunsten des Kinderhospiznetzes in Wien. Der Frank Wiesner über den Mann, der 30 Mal zu Fuß den Bodensee umrunden will, nur um zu helfen. Er läuft und läuft und läuft. Jeden Tag, bei jeder Witterung, ob Regen, ob Schnee oder Kälte oder Wind. Am 10. Februar ist Harry Ohlig losgerannt. Jeden Tag wird ein Halbmarathon runtergerissen. Das sind etwas über 21 Kilometer. Sein Ziel wird er am 10. Februar 2015 erreichen. Dann hat Harry Ohlig 7700 Kilometer gelaufen. Jetzt steht er bei Kilometer 2400 und ihm geht's gut. Fantastisch. Bestens. Ich habe 22 Kilo abgenommen mittlerweile. Das ist zwangsläufig. Das sind etwa zwischen 1800 und 1900 Kalorien pro Tag, die man verbrennt. Muskulatur, alles einwandfrei. Ich bin also in ärztlicher Betreuung. Bis jetzt alles toi, toi, toi. Doch Harry Ohlig läuft nicht für sich selber. Er läuft für andere. Für Kinder, die unheilbar krank sind. Dafür schindet er sich. Es kann nicht sein, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz etwa 30.000 betroffene Kinder leben, die ja medizinisch aufgegeben sind, entweder über Krebs, Leukämie, Stoffwechselerkrankungen leben, die keine Lobby haben, die quasi vergessen sind, die diesen sozialen Abseits gedrängt werden, natürlich von Seiten der Gesellschaft teilweise unwissend. Aber ich möchte auf dieses Thema hinweisen, dass es mir sehr wichtig ist. Und es war mir so brennend wichtig, dass ich mir dann alles aufgegeben habe und dafür auch jetzt laufe. Sein Spendenmodell sieht grob gesagt so aus. Jeder Privatmensch, jede Firma kann bei Harry Ohlig Kilometer kaufen. 50 Cent kostet ein Kilometer, macht bei 7700 Kilometern im Jahr 3850 Euro. So sollen von vielen Händen über 1 Million Euro zusammenkommen in dem einen Jahr, die am Ende an Kinderhospize in Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt werden. Damit Harry Ohlig auch durchhält, bis kommenden Februar hat er einen Coach aus Vorarlberg, der Bertram Wüstner aus Mellau, der Harry dann über die Tiefs hinweg bringt. Ja, der Trainer sagt natürlich, du hast die Schnauze nicht voll zu haben, jetzt wird gelaufen. Es geht ja nicht darum, dass man eine gute Zeit hinläuft, sondern einfach, dass man diese Distanz auf ein Jahr lang wirklich schafft. Und da bin ich voll überzeugt, das macht Harry schon. Der Bertl ist also das Aufbauprogramm. Das ist umso bewundernswerter, wenn man Bertls Schicksal kennt. Ich habe eine Tochter verloren mit 14 Jahren. Sie hatte eine schwere Krankheit, Mukoviszidose eben. Damals, 1993, hat es diese Hospizbewegung noch nicht gegeben. Gerne hätten wir diese in Anspruch genommen. Das wäre unheimlich wichtig gewesen. Und darum spricht mich dieses Projekt natürlich ganz speziell an. Und darum wird Bertl alles dafür geben, dass der Harry läuft. Noch 8 Monate, egal ob Geburtstag oder Weihnachten. Harry läuft. Und Menschen, die an ihre Vision glauben, die werden Erfolg haben, wenn sie sich aufgeben. So einfach ist das. Ja, in der Krimiserie Derrick, da hat ein Harry noch den Wagen vorgefahren. Ein anderer Harry, der läuft jetzt 30 Mal um den Bodensee. Fürs Herrn, der am Schoft wehtau, aber für den guten Zweck will er nicht Lucklau. Bravo, Harry.